Warum du keinen Vollzeitkurs im Rahmen deiner Steuerberaterprüfungsvorbereitung belegen solltest. Vollzeitkurse klingen erstmal zu schön, um wahr zu sein. Den gesamten Prüfungsstoff in 15 oder auch 18 Wochen durcharbeiten, dann noch ein paar Klausuren mit dabei und schon bin ich auf dem Prüfungsniveau für das Steuerberaterexamen, während sich andere 15 oder sogar 18 Monate auf das Examen mühevoll vorbereiten. Aber wie sieht die Realität aus? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute beschäftigen wir uns intensiv mit den Vollzeitkursen. Welche Versprechungen werden gemacht? Wie sieht aber auch die Realität dahinter aus? In 15 oder 18 Wochen den gesamten Prüfungsstoff durchzubekommen, wenn andere sich da 15 oder 18 Monate darauf vorbereiten, ist ganz schön ambitioniert. Das kann man definitiv rein zeitlich schon mal festhalten. Wenn man jetzt trotzdem dieses Ziel verfolgt, ganz, ganz viel Stoff in so kurze Zeit reinzupressen, dann kannst du dir einen Punkt schon mal daraus ableiten, das Tempo ist brutal hoch. Natürlich gibt es unterschiedliche Anbieter und Varianten, aber du kannst auf jeden Fall für dich festhalten, dass diese Stoffmenge extrem komprimiert in sehr, sehr kurzer Zeit in einer hohen Dichte dir versucht wird beizubringen bzw. vermittelt wird. Und das bedeutet natürlich, dass du dann im Umkehrschluss auch sehr, sehr schnell mitkommen musst, wenn du da nicht den Anschluss verlieren willst. Was bedeutet das im Konkreten? Nun, wenn der Stoff so schnell vermittelt wird, losgelöst davon, ob man bei den Grundlagen anfängt oder ein höheres Einstiegsniveau voraussetzt. Nur weil gewisse Dinge sozusagen besprochen werden, heißt es nicht, dass du dementsprechend auch in dem dort angelegten Tempo folgen kannst. Und jetzt kommt der erste ganz entscheidende Punkt. Wenn das Tempo so hoch ist, dann brauchst du ein extrem hohes Einstiegsniveau, damit du die Informationen in dem Tempo, wie sie dort mitgegeben werden, entsprechend auch verarbeiten und aufnehmen kann. Wenn das mehr oder weniger alles neue Informationen für dich sind, dann wirst du mit dem Tempo sehr, sehr schnell überrollt werden, beziehungsweise wird permanent dein Stapel an unerledigten Punkten größer und größer, sodass du hinten raus eben immer mehr offene Themen hast, als diese eben laufend zu schließen. Und gerade wenn die aufeinander aufbauen, wie es idealerweise sein sollte didaktisch, dann fehlt dir natürlich irgendwas, wenn du zwar bei den neuen Themen dazuhörst, aber letztendlich gar nicht so richtig das Verständnis aufbauen kannst, weil dir letztendlich die darunterliegenden Punkte noch fehlen, weil du sie in dem Tempo eben nicht nachbereitet hast. Und da ganz gefährlich, auch wenn dein Anbieter da kurz konzeptionell damit wirbt, du hast den Nachmittag frei oder du kannst das direkt anwenden am Nachmittag. So viele offene Fragen, wie du haben wirst, ist in dieser knappen verfügbaren Zeit definitiv für die allermeisten Kandidaten nicht möglich. Wie gesagt, wenn du ein super hohes Einstiegsniveau hast, Diplom-Finanzwirt, Überflieger, dann kannst du vielleicht da gut mitkommen. Ansonsten wird es für die allermeisten Prüfungsteilnehmer sehr, sehr ambitioniert und schwierig. Wenn du vorher wenig bis gar nichts gemacht hast, dann wird es so gut wie unmöglich, da vernünftig von zu partizipieren, weil das Tempo respektive die dafür verfügbaren Nachbereitungszeiten, damit du deine Fragen und so weiter geklärt bekommst, einfach nicht ausreicht. So ehrlich muss man sein. Frag da auch gerne bei deinem Kursanbieter nach, wie hoch muss mein Einstiegsniveau sein, damit ich hier beim Kurs vernünftig mitkommen kann. Und dann ist sozusagen für dich die entscheidende Frage, wie komme ich dahin? Und dann stellt sich kurz konzeptionell die Frage, wenn ich so ein hohes Niveau brauche, macht es dann überhaupt Sinn, den ganzen Stoff nochmal sozusagen zu bekommen in der komprimierten Zeit? Oder kann ich mich mit anderen Dingen sinnvollerweise in diesen Sommermonaten der Freistellung beschäftigen? Der nächste Punkt ist die kurskonzeptionelle Ausrichtung. Das bedeutet, die Arbeitstage, das heißt die Lerntage, die vorgesehen sind und im Verhältnis dazu die freien Tage. Muss man einfach ehrlich mit sich selber sein, dass man einfach keine Maschine ist, die auf Knopfdruck läuft und alle zwei Wochen mal ein oder vielleicht zwei freie Tage benötigt, sondern wenn du so komprimiert so viel Information verarbeiten sollst, zwei Wochen am Stück beispielsweise, wie soll das für dich vernünftig gehen? Zumal jetzt das folgende Problem eintritt, dadurch, dass dein Stapel so groß wird an unerledigten Dingen, die du nachbereiten musst, hast du als Prüfling natürlich den Druck zu sagen jetzt, okay, mein Stapel, da komme ich sonst nicht zu, ich habe jetzt mal ein, zwei freie Tage, da muss ich mich um den Stapel kümmern, den irgendwie versuchen abzuarbeiten.
dann hast du natürlich wieder keine freien Zeiten, erholst dich nicht und kommst in so eine typische Negativ- bzw. Abwärtsspirale körperlich, mental rein, weil dir die Erholung einfach fehlt. Die ist aber wiederum notwendig, um auch diese ganzen Informationen zu verarbeiten und vor allem auch zu überführen ins Langzeitgedächtnis und so weiter. Das heißt, du gibst immer mehr Druck ins System, aber der Druck kann sozusagen nicht verarbeitet werden. Insbesondere eben hier aus physischer Sicht. Dann kommt der nächste Aspekt, die Klausuren. Natürlich sind dann, so wie der Anbieter sagt, sicherlich auch Klausuren mit dabei oder Übungsanwendungsbereiche. Die Frage ist aber nicht nur, ist die Klausur mit eingeplant, sondern in 99% der Fälle ist keine Klausurnachbereitung zeitlich mit eingeplant. Ein maximal großes Problem. Warum? Wenn du eine Klausur schreibst, dann hast du vielleicht danach noch die Klausurnachbesprechung. Das ist aber keine Klausurnachbereitung. Das musst du verinnerlichen und wissen. Du musst deine Klausur individuell mit deinen Schwerpunkten nachbereiten. Inhaltlich Probleme aufdecken, Lücken schließen. Klausurtechnisch, klausurtaktisch, die Fußgängerpunkte, die Bücheraufbereitung kommen noch dazu und, und. Das sind alles Aspekte, die bekommst du nicht, wenn du einmal bei einer Klausurbesprechung zuhörst. Und dann sind wir wieder, ja, mache ich an den freien Tagen. Und das ist eben diese Spirale, die dann nochmal weiter in Gang gesetzt wird. Gleichzeitig ist es so, dass man natürlich, wenn man die gesamte konzeptionelle Ausrichtung sich anschaut, du natürlich einem gewissen Muster folgen musst. Das heißt, die Pläne sind exakt vorgegeben. Die haben aber nichts mit deinen persönlichen Schwerpunkten zu tun. Vielleicht hast du aus der Praxis oder aus der Vergangenheit ein Faible für Umsatzsteuer, bist da richtig gut, hast aber genauso viel Umsatzsteuer an dem jeweiligen Kurstag wie alle anderen, musst sozusagen Themen, die du vielleicht hättest überspringen können, mitmachen und gleichzeitig Themen, wo du hinten dran bist, wo du eigentlich die bittere Zeit benötigst, um an deinem Problem zu arbeiten, um da auf das Niveau zu kommen. Da ist das Tempo viel zu schnell, weil du letztendlich in den vorgegebenen Zeiten, an den vorgegebenen Tagen die Dinge und Inhalte dir erlernen und erarbeiten musst oder mitkommen musst, damit du das nachverfolgen kannst. Und dann ist es natürlich brutal schwer sozusagen, weil du eben sonst überall schon auf dem Niveau sein müsstest, damit du vernünftig mitkommst. Und gerade da, wo dein Niveau noch nicht so groß ist, wenn das jetzt nicht ein oder zwei Bereiche sind, du einfach sehr, sehr schnell den Anschluss verlieren wirst. Und dann stehst du da, hast zwar alles irgendwie mal versucht mitzunehmen, zu hören, aber so richtig verarbeiten hast du es nicht können. Und ganz, ganz wichtig, es bringt auch nichts, irgendwas mal gehört zu haben. Steuerberaterexamen bedeutet Abstraktion des vorhandenen Wissens auf die Klausursachverhalte. Heißt, nur was in der Vorlesung mal gehört zu haben, bedeutet nicht, dass du den Sachverhalt liest, erkennst, ah ja, das ist der Fall und jetzt prüfe ich den in der für das Examen notwendigen Klausurtechnik ab, um die Punkte dafür auch noch zu bekommen. Du siehst Probleme über Probleme. Deswegen, wenn du nicht ein absoluter Überflieger bist, ist das Kurskonzept für die allermeisten 99% der Teilnehmer einfach nicht sinnvoll. Die Probleme habe ich dir genannt. Natürlich gibt es noch viel weitere. Das schon mal zu den Hauptproblemen, die hier in dem Kontext zu berücksichtigen sind. Das zum Thema Vollzeitkurs. Wenn du generell noch auf der Suche bist nach dem für dich passenden Anbieter für eine langfristige, planbare Examensvorbereitung, die dich erfolgreich eben planbar zum Steuerberaterexamen führt, dann melde dich gerne mal bei uns bei der ESA Examensvorbereitung. Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten in dem Erstgespräch heraus, wie wir das konkret für dich umsetzen, aufsetzen, wie das Ganze dann konzipiert wird und wie wir dann natürlich auch dich individuell erfolgreich zum Steuerberaterexamen führen werden. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Reflektiere das sorgfältig, berücksichtige das in deiner Planung und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Steuerberaterexamen. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.